Soll ich den echt mitnehmen? Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen heute wieder eine Runde YouTubers Live. Und wir haben eine neue Videoart freigeschaltet. Wir können jetzt mit beliebten YouTubern Interviews führen. Dafür müssten wir erstmal beliebte YouTuber kennen. Das ist so das Hauptproblem, was ich daran habe. Aber ansonsten ist das eine nette Sache natürlich. Wir werden jetzt erstmal einkaufen. Wir brauchen mal wieder ein neues Spiel, finde ich. Ah, der Computer arbeitet noch. Aber nur noch kurz. Also können wir gleich sofort einkaufen. Jetzt nämlich. Und wir haben auch ordentlich Cash in der Tasche. Das ist immer nice. Wir haben das neueste Spiel schon. Deswegen gucken wir, dass wir eine neue Konsole kriegen. Aber hier wollte ich gar nicht rein. Wobei, wir können auch ein neues... Hier, das können wir kaufen. Und sonst... Das noch oben drauf. Und dann haben wir... Bam! Fette Monitore am Stüssel. Und dann können wir noch ein bisschen Spiel wählen. Gucken wir mal, was wir hier nehmen. Das ist jetzt nicht das beliebteste Spiel, aber das nehmen wir nochmal. Gameplay hatten wir ja noch nicht. Und fortsetzen, ja. Da ist auch schon die neue Box. Die können wir aber gleich erst aufmachen, wirklich. Ernster Kommentar. Episches Spiel. Feierlicher Schrei. Ab und zu muss man auch mal rumschreien, ne? Ladebildschirm mit Hinweis. Lustiger Kommentar. Ah, das war fail. Du bist ein Level aufgestiegen. Singender Kommentar. Spielintro. Sarkastischer Kommentar. Hauptsache kein Abzug, eine Naturkatastrophe hat alles zerstört. Mörderischer Blick. Okay, das war gut. Und Handlung. Zweckwechsel. Da machen wir immer die Verabschiedung, das kennen wir ja bereits. Hier kriegen wir schnell mal neue Monitore hingestellt. Und auch das andere Paket kam schon an. Ich weiß gar nicht mehr, was da drin war. Okay, wir können gar nicht alles schneiden. Unser Schneideprogramm schafft gar nicht alles. Deswegen machen wir hier schon das quasi. Das ist ja mies. Dann brauchen wir in der Tat ein neues Schneideprogramm. Wir nehmen auf und schaffen gar nicht alles. Videoqualität und Nachbearbeitung neuer Rekorde jeweils. Das ist natürlich nice. Und hier ist auch das neue Sound-Ding. Hier kriegen wir dann ein Musik-Outro. Wir haben eine neue Aufgabe auch verfügbar. 20 Videos jetzt. Wir müssen immer mehr machen. Kurz fortsetzen machen wir jetzt mal. Kommen bei euch auch Leute immer rein, die Spiele ausprobieren wollen? Jedes Mal hier so. Und immer derselbe Typ. Ich glaube, der steht auf mich. Was ist das hier überhaupt? Ah, Kurse bestanden. Man muss noch einen Kurs bestehen. Hier muss ich noch einen Walkthrough machen. Das kann ich ja noch gar nicht momentan. Ist mir ja noch nicht möglich. Was gibt's Neues in den Social Media? Nix. Da müssen wir auch irgendwann mal wieder unsere Freundin anrufen. Hier gehen wir erstmal schlafen, würde ich sagen, eine Runde. Danach essen wir was. Und dann können wir die einladen. Wo haben wir sie denn? Hier. Einladen. Erstmal was essen, so einen schönen Hamburger. Und da ist sie auch schon. Dann haben wir natürlich ein Geschenk für sie, ne? Wer hat das nicht? Tada! Tada! Dann flirten. Oh Mann. Wird das Küssen funktionieren? Es hat funktioniert! Nein.
Dann wieder flirten. Umarmen. Und dann schicken wir die wieder weg. Oh, der hat das Umarmen gar nicht gemacht. Nein. Jetzt werde ich es auf ewig vermissen. Neues Gaming-Video. Nehmen wir mal wieder das Spiel hier, oder? Hier ist noch 100. Hallo? 100. So. Gameplay. Solange das auf 100 ist, soll man das ausnutzen. Wir haben jetzt auch wieder ein paar mehr Punkte. Der Arbeitsplatz wird immer besser natürlich. Dadurch, dass wir immer neue Sachen kaufen, gar keine Frage. So, zack. Zeit, bevor das Spiel startet. Lustiger Kommentar. War wieder unangebracht. Du hast ein Achievement bekommen. Das war aber angebracht. Nice. Ausschnitt. Ernster Kommentar. Ah, war wieder unangebracht. Das Spiel hängt sich auf. Mörderischer Blick. Ist ja klar, ne? Spielintro. Sinnloser Kommentar. Du hast ein Easter Egg gefunden. Fröhliche Äußerung. Und mein PC ist schon wieder kaputt. Geiles Teil. Ständig kaputt. So, Start. Das. Haben wir dazu was Passendes? Natürlich nicht. Wir haben dazu was Passendes. Und dazu. Und dann können wir auch schon das Video beenden. Wir können das Vierer rausnehmen. Dann können wir einen Zehner mit rein. Wollen wir dann noch einen Fünfer rausnehmen? Nein, irgendwie funktioniert das so nicht. Also Zehner. 7, 7, 7. Und einer bleibt übrig. Naja, passt schon. Ich verliere übrigens wieder Abonnenten angeblich. Wurde mir gerade angezeigt. Aber das wird schon alles ins Lot gehen. Das Video hat nur 81 Dollar gebracht. Ich muss echt mal arbeiten gehen. 30 Dollar. Zeitungsaustragen. Aber immerhin machen wir immer ein bisschen Geld. Das passt eigentlich. Jetzt erstmal schlafen, dann was essen. Und dann können wir auch schon das neue Video aufnehmen. Oh, jetzt hat er mich beim Schlafen gestört. Was ist denn verkehrt bei dem? So, da essen wir doch einen Hamburger noch. Haben noch ein paar. Nicht mehr so viele. Dann gucken wir mal. Reparieren. Und einkaufen. Der Typ kommt gerade auch vorbei. Wir müssen mal gucken, was es so für neue Spiele gibt. Das oder das, das oder das, das oder das. Zwei Bewertungen nur, okay. Das ist ja kacke. Okay, warten wir vielleicht nochmal auf neue Spiele. Nehmen wir erstmal irgendwas auf, was wir noch haben. Was noch rumliegt. Hier ist immer noch 100. Hallo, kann ich das mal verkaufen? So. Zack und Gameplay. Wenn ich hier nur das auswähle, dann habe ich mehr Renderpunkte am Ende. Hier ändert sich gar nichts. Ah, das ist Sound, der sich ändert, oder? Deswegen starte ich mit minus 1 beim Sound. Kann das sein? Sieht jedenfalls so aus. Winkende Begrüßung. Ladebildschirm. Da kommt ein ernster Kommentar. Das bringt's auch. Dann, du hast ein Achievement bekommen. Ein singender Kommentar. Und was habe ich jetzt? Spielintro. Unlustiger Kommentar. Das schluckt er einfach so. Du bist in der letzten Minute zurück ins Spiel gekommen.
fröhliche Äußerung natürlich. Da gab's mal zwei drauf. Ausschnitt. Lustiger Kommentar. Und dann hätten wir noch normales Spiel. Professioneller Kommentar. Und last but not least natürlich die Verabschiedung. Und dann müssen wir das hier alles zusammen murksen. Und das passt perfekt, deswegen lasse ich das so. So. Das sollte eigentlich Rekorde brechen. Nur beim Inhalt, okay. Das ist jetzt nicht so nice, oder Freunde? Was können wir so lange machen? Schlafen. Schlafen geht immer. Essen. Essen geht auch immer, ne? Wer weiß es nicht. Ein Salätchen. Dann können wir mal den Kurs fortsetzen, ne? Solange wie das noch rennen tut hier. Beziehungsweise Upload ist, glaube ich, gerade zugange. Und dann müssen wir nochmal was aufnehmen, glaube ich. Wir haben jetzt schon mal das Spiel hier, zack. Wir haben schon ein bisschen gespielt, wir könnten mal eine Review dazu machen. Er fühlt sich nie gut und kommt immer deswegen vorbei, kann das sein? So. Dup, 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 dup. Gucken wir mal, was wir hier machen. Lustiger Kommentar. Ernster Kommentar, sinnloser Kommentar, bevor das Spiel startet. Das passt. Das Spiel hängt sich auf. Professioneller Kommentar. Was anderes hätte da jetzt nicht gepasst, glaube ich. Ausschnitt, lustiger Kommentar. Das geht immer bei Ausschnitt. Du hast eine Tracht Prügel bekommen. Mörderischer Blick. Eine Zusammenfassung des Spiels. Ernster Kommentar. Die Hälfte deines Teams wurde verletzt. Und du schaltest die Kamera aus. Verabschiedung. So, das. Dann passt das. Haben wir dazu was? Dann passt das. 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 Das und das. Da haben wir auch relativ gute Ergebnisse wieder erzielt. Geht natürlich immer mehr, aber relativ okay. Nachbearbeitung war ein bisschen lasch diesmal, fand ich. Hier mal wieder insgesamt zu Zahlen 80. Können wir eigentlich schon umziehen? Dein Zuhause. Anforderungen? Nichts. Wir haben $320 übrig. Komm, ziehen wir einfach mal um. Vor dem Umziehen musste ich mir Gedanken darüber machen, was ich meinem momentanen Mitbewohner erzählen soll. Soll ich den echt mitnehmen? Okay, ich muss ihn doch nicht mitnehmen, da habe ich nochmal Glück gehabt. Eigentlich wollte ich ihn nämlich gar nicht mitnehmen, aber ich ziehe um, während mein Video rendert. Okay. So ist das Leben als YouTuber. Man zieht um, Video rendert trotzdem währenddessen. MP. Und jetzt haben wir hier ein dickes, fettes Apartment am Start scheinbar. Nice. Sieht nice aus. Die neue Wohnung war teuer und vor allem viel größer. Hier habe ich angefangen, mein eigenes YouTube-Team zusammenzustellen. Ich habe meinen ersten Mitarbeiter für meinen Kanal eingestellt, um doppelt so viele Videos zu produzieren und Abonnenten zu gewinnen. Meine Mitarbeiter hatten die Möglichkeit, gegen Bezahlung Videos für meinen Kanal hochzuladen. Dazu bekamen sie einen genauen Arbeitsplan von mir und gingen wieder nach Hause, sobald sie eine Pause brauchten. Okay. Habe ich einen Mitarbeiter? Nein. Stelle ich einen Mitarbeiter ein? Ja. Okay. Das Video ist gleich fertig. Was ist denn hier wo? Ich muss erstmal gucken und klarkommen.
Wo ist der Kühlschrank? Ist das hier der Kühlschrank? Okay. Wer ist das? Ich kann ihn nicht anklicken. Wahrscheinlich mein Mitarbeiter soll das sein. Wo ist eigentlich mein zweiter Arbeitsplatz? Stand da nicht was? Ah, passt schon. Wir brauchen neue Videos. Das Spiel geht immer noch gut. Scheinbar. Deswegen machen wir das doch nochmal. Aber schallt das nicht in so einer Wohnung wie verrückt? Besonders ist es nur ein Raum. Da kriegst du die Küchengerüche nie wieder raus, ne? Interaktiver Ladebildschirm. Dim-dim-dim. Du hast dein Easter Egg gefunden. Was gibt's jetzt? Zusammenfassung des Spiels. Du hast eine einfache Aufgabe bewältigt. Hier stehen sogar ab und zu die Dinger, die man machen kann. Spielintro und lustiger Kommentar. Manchmal steht auch Fragezeichen. Aber meistens ist es klar, was man machen kann. Dial-PC, das können wir machen. Kein Problem. Du, 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 du. Und hier. Und zack, zack, zack. Zack. Ändern. Neuer Rekord bei Videoqualität und Nachbearbeitung, meine Freunde. Das ist doch mal was. Ist das Spiel doch schon angekommen, das neue? Sieht so aus. Okay, gehen wir erstmal ins Kino, würde ich sagen. Neue Verdienstmöglichkeit verfügbar. Stelle einen Mitarbeiter ein. Okay. Wir müssen also entweder gute Freunde finden oder aber die jetzige nehmen als Mitarbeiter. So. Das war scheinbar doof. Dann nehmen wir... Es erscheint ein Mann, der spontan im Hintergrund schreit. Lustig. Fail. Die befragte Person beantwortet deine lange Frage mit einem simplen Irgendwas. Was soll man hier... Stelle eine Fangfrage. Ernst. Okay. Mörderischer Blick. Ah, das war fail. Come on. Immerhin etwas, ne? Flirten. Nein. Mann. Komm, küssen wir die noch? Na, mit der haben wir schon mal geredet. Das ist gut, weil dann können wir die fast schon als Mitarbeiter einstellen. Blablabla. Dann müssen wir nur noch ein bisschen besseres Verhältnis aufbauen. Das machen wir dann aber nicht jetzt, sondern später. Jetzt gehen wir erstmal hier Foto machen, weil wir sind ja berühmte YouTuber. Für die Presse posieren. Die Freundin läuft einfach schön durchs Foto. Danke, dass du erschienen bist. Nice. Hier gucken wir mal, was können wir hier machen? Entweder das oder das. Nehmen wir mal das. Und dann machen wir... Geh in den Saal!
Und dann schauen wir mal, was es hier gibt. Wohin setzen wir uns? Ich hätte mich eiskalt hier hinsetzen sollen. Dass sie nicht neben mich kann. Das wäre so Abfuhr gewesen. Während dem Film kann man natürlich immer reden, ne? Bringt das überhaupt was? Kann man da mal ein bisschen ranzoomen? Geht so, ne? Minimal. Also es bringt schon was, aber halt relativ wenig. Und er ruht sich hier in der Tat auch aus und bekommt auch weniger Essen irgendwie. Er frisst der ganze Zeit Popcorn oder was? Man sieht das hier nicht. Nee, der hat nichts zu essen dabei. Aber okay. Wir kriegen jetzt auf 40 Punkte. Hatten wir nicht vorhin noch 35 oder so, wenn es voll war? Ah ja. Maximale Glühlampen erhöht, okay. Hier sehen wir es. Dann ist das ja normal, ne? Muss die sich abgefuckt fühlen hier? Die sitzt da alleine und hier auch. Die sitzen alle alleine eigentlich. Gehen die alle alleine ins Kino oder was? Und dann labern da ganze Zeit zwei. Mich würde das so mega abfacken, ne? Aber naja, jedem das seine. Und mir das meiste. Und jetzt ist der Film leider zu Ende. Oh, wie schade. Düpp, düpp. Yeah! Yeah! Was für einen Auftrag habe ich denn abgeschlossen? So, Review für Relentless Cross irgendwas. Müssen wir noch aufnehmen. Das machen wir doch direkt mal. Wir haben 700... Wie viel Geld haben wir bitte gerade? Alter Schwede. Aber wir nehmen erstmal hier auf. Ne, erstmal einkaufen scheinbar. Okay. Nehmen wir mal das. Dann das. Das. Haben wir das schon? Was haben wir denn bisher? Nein, haben wir nicht. Können wir das auch noch mitnehmen? Bam, ja. Kaufen. Jetzt haben wir ordentlich Cash ausgegeben. Und jetzt müssen wir noch das Video machen. Ah, das war das Video, was wir machen müssen. Ne? Ich erinnere mich, das Interview mit meiner Freundin. Wer würde das nicht gerne sehen? Fehlt nur die Freundin dazu. hier nehmen wir den mit rein. Und dann zack. Oh, das nehmen wir mal wieder raus und packen das dafür rein. Und der PC ist mal wieder kaputt. Das gibt es nicht, ne? Hochladen, reparieren. Und da sind neue Teile angekommen gerade. Das war die Maus, glaube ich. Hier kommt noch was Neues. Wo kann ich denn jetzt lernen? Hier, Kurs fortsetzen. Und noch was Neues. Und noch was Neues. Alter Schwede, kommt hier viel Neues. Und noch was Neues. Schauen wir mal, ob das dann am Ende was bringt. Oder ob man dadurch eigentlich gar nichts Cooles kriegt. Aber ich denke schon. Dass da was Cooles bei rumkommen wird. Habe ich überhaupt Review genommen? Ach, ich habe noch gar nicht aufgenommen. Wie komme ich dazu? Neues Gaming-Video. Relentless. Jetzt Review. So, bevor ich hier gleich einpenne, machen wir das schnell. Natürlich 2K-Auflösung, meine Freunde. Popshots. Und die bleibt gleich. 22 Renderpunkte haben wir dann. Ganz schön wenig eigentlich. Aber das muss ja alles passen sonst. Winkende Begrüßung. Das gibt direkt Verdopplung. Lustiger Kommentar. Das ist auch gut. Professioneller Kommentar.
Bisher bin ich top unterwegs. Unlustiger Kommentar. Feierlicher Schrei. Ernster Kommentar. Okay. Singender Kommentar. Einfach weil es mal zwei gibt. Und Verabschiedung wie immer, ne? So, packen wir das hier aneinander. Das brauche ich auf jeden Fall mit drin. Hier gibt es den. Und den zum Schluss. So, dann haben wir 22 Renderpunkte. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Nicht so viele wie vorher. Wir hatten schon mal mehr. Hier haben wir 12 neuerdings auch mit drin. Dann müssen wir auch den Rest des PCs noch ordentlich aufmotzen, damit wir uns das alles so leisten können, wie es so funktioniert. Hochladen. Dann gehen wir erstmal schlafen. Wir haben auch wieder neue Karten hier. Begrüßung mit Nachahmung. Lustige Begrüßung. Die kostet 13 Punkte. Danach müssen wir wieder was essen. Nach dem Pennen. Das Gute ist, jetzt nervt keiner mehr, der ständig reinkommt. Hier, was ist hier überhaupt? Auch Spielwelt, okay. Besonders nervt die Tusse gerade ziemlich. Hamburger haben wir keine mehr. Müssen wir mal neue kaufen. So, jetzt haben wir wieder ordentlich Cash gemacht für das Video alleine. Da können wir dann schon einkaufen eigentlich. Gucken wir mal, was wir so aufrüsten können hier. Die Abos werden auch immer mehr. Und wir haben die 2 Millionen Views geknackt, meine Freunde. Das ist schon ordentlich. Mehr als ordentlich. Kaufen wir mal das neue Mini-Gehäuse hier. Das haben wir noch nicht. Hallo, ich habe das Kaufen gedrückt. Dann nehmen wir mal noch ein Gaming-Video auf. Das Spiel ist uninteressant schon. Deswegen verkaufen. Neues Gaming-Video. So, das ist noch interessant scheinbar. Erstaunlicherweise. Hier machen wir mal alles so, dass wir viele Renderpunkte haben, ausnahmsweise. Hier ist auch schon das neue Paket angekommen gerade. Müssen wir gleich noch aufmachen. Welchen nehmen wir? Nehmen wir mal den. Feierlicher Schrei natürlich. Lustiger Kommentar. Da ist dann egal, glaube ich, was man nimmt. Da kann man dann selber aussuchen. Verstecktes Item. Okay, das war erfolgreich. Ernster oder sinnloser? Sinnloser. War eigentlich egal. Und hier nehmen wir den Singenden. Mal mega viel in Sound reinbuttern diesmal. Oh, da hätte es mal zwei für Interaktion gegeben. Egal. Passt schon. Und dann machen wir so. So. Haben wir hier irgendwas? Nein. So. Das ist kacke. Hier ist besser und dann so. Dann haben wir 43 Punkte, die wir vergeben können. So viel Rendering-Dings hatten wir noch nie. Aber kein neuer Rekord. Also so viel haben wir noch nie rumgebastelt am Rendering. Deswegen hochladen, öffnen. Da kommt auch das neue Gehäuse gerade. Und dann brauchen wir Cash, 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 Freunde. Deswegen gucken wir mal, was wir hier so arbeiten können neuerdings. 60 Spieleentwickler geht aber gerade nicht, weil wir zu erschöpft sind dafür. Deswegen müssen wir erstmal schlafen, dann was essen. Und wir müssen eigentlich auch viel regelmäßiger Videos machen. Aber wir haben halt noch keinen Mitarbeiter, deswegen wird das alles ein bisschen schwer.
Das Video lädt gerade noch hoch. Wie lange dauert das noch? Ist jetzt fertig. Können wir direkt das nächste aufnehmen? Gameplay, zack. Starten. Hier nehmen wir mal wieder die gute Kamera. Einfach, weil wir es können. Dann gucken wir mal, wie es dann so läuft. Wir brauchen ja am Ende des Monats eigentlich auch mega viel Cash in der Tasche. Spieltutorial. Singender Kommentar. War falsch. Da hätten wir feierlicher Schrei nehmen müssen. Hier ist nichts richtig. Hier haben wir auch nichts Richtiges. Und hier haben wir was Richtiges. Man muss ja immer mit den Symbolen gucken, dass das passt. Hier haben wir auch was Richtiges. Da haben wir dann gleich wieder nichts. Aber da können wir auch nur eins nehmen. Und dann passt das. Du, 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 du. Ne, wir brauchen eins, wo unten ist. Hier war doch gerade irgendwo eins. Hier. Weil das ist der Schluss. Aber da können wir noch eins dazwischen quetschen eigentlich. Und so haben wir es dann. Haben wir noch was 12er hier. Sprachverstärker. Dann packen wir das mit rein. Inhalt geht so. Videoqualität neuer Rekord. Mal wieder. Da schlagen wir neuerdings Rekorde bei Videoqualität. Hochladen. Direkt hoch damit. Und wir haben eine neue Karte. Begrüßung mit Nachahmung. Keine Ahnung, wen wir da nachahmen. Aber ist auch erstmal egal, denn das war's wieder mit der heutigen Folge von YouTubers Live. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dahin, haut rein. Ciao!